Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir die Menschenfarm in die Luft gejagt und jetzt sind wir in Palma Costa, weil ich hoffe, wir sind hier irgendwo richtig. Ich könnte jetzt mal in den Läden gucken, ich habe jetzt genug Geld, ob ich die aktuellste Rüstung und so weiter alles habe. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hin muss, ganz ehrlich. Mein Gott. So, gucken wir mal. Rüstung, okay. Ja. Bin ich doch irgendwie rausgegangen? Geht doch gar nicht. Was haben wir denn hier noch? Da kann ich nichts mehr, okay. Soll er nach Dor, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Übrigens, ich habe ein tolles Haus gefunden. Mit L1 und R1 kann man irgendwie für sinnlos den Charakter reden. Schön. Oder war nicht irgendwie der Bürgermeister Dor oder was weiß ich? Ich gehe mal hier fragen. Ist niemand hier? Okay, ich bin richtig. Ich glaube, ich höre Stimmen von unten. Wirklich? Ich höre nicht. Es ist niemand hier. Wir sollten unten im Keller nachsehen. Ja. Weil das ist nicht Haus wie Regensburg. Warum? Ich kann auch die ganzen Stühle hier anzünden. Okay. Na, hallo? Ah, oh, was geht denn jetzt schon wieder los? Wann wurde meine Frau? Wann wird Clara wieder in ihre wahre Gestalt erhalten? Jetzt noch nicht. Wir haben von dir noch nicht genug Geld bekommen. Du gibst ihn ständig weniger. Das ist alles, was ich tun kann. Zölle, Steuern, Abgaben an die Kirche, mehr Geld kann ich nicht aus den Bürgern herauspressen. Und ich denke, es reicht aus. Für heute. Ich bin mir sicher, Lord Magnius wird den dämonischen Keim entfernen. Sollte ihn deine nächste Spende befriedigen. Ja. Was ist los? Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen. Haben die ihn nicht gesehen, hallo? Lloyd, dieser Spruch ist etwas von abgenutzt. Halt die Klappe, Genis. Was macht ihr? Neil, wo ist Neil? Sind die alle blind oder was? Gouverneur, ich kann nicht glauben, dass sie mit den Designs gemeinsame Sachen gemacht haben. So ist das also. Du hast mich verraten. Gouverneur, die Auserwählte hat die Farm für uns zerstört. Bitte stoppen Sie diesen Wahnsinn. Was? Was habt ihr getan? Ihr habt Claras Hoffnung aufs Leben zerstört. Clara... Ich weiß ja nicht, wer das ist, aber wir haben alle auf dem Farm gerettet, außer Chocolate. Gerettet? Das ist also wirklich witzig. Also gut, versuch Clara zu retten. Rettet meine Frau. Oh. Was ist das für ein Monster? Sie weint in ihren Schmerz. Du darfst sie nicht Monster nennen. Du meinst doch nicht. Doch. Das ist es, was aus meiner Frau aus Clara wurde. Deshalb haben sie jenen erzählt, ihre Frau sei verstorben. Mein Vater, der vorherige Gouverneur, war ein Narr. Er trotz den Designs lehnte sich gegen sie auf. Sie brachten ihn um, dann pflanzten sie meiner Frau einen dämonischen Keim ein, als Warnung. Wenn ich kooperiere, geben sie mir mal die Medizin, mit der ich meine Frau retten kann. Aber das bedeutet, dass sie die Menschen in dieser Stadt verraten. Wen kümmert es? Es war der einzige Weg, Clara zu retten. Aber es war alles umsonst. Ich habe die einzige Chance, sie zu retten, verloren. Nur wegen euch. Du Bastard. Tu doch nicht so, als seist du die einzigen Opfer. Es tut mir leid um deine Frau, aber denk mal an all die Leute, die an dich glaubten, nur um in die Farm zu landen. Jeder von ihnen kann so enden wie deine Frau. Schweig, Junge. Tu nicht so, als hättest du die Gerechtigkeit gepachtet. Du kannst mich mal... Nimm nicht das Wort Gerechtigkeit in den Mund. Ich hasse dieses Wort. Wenn du deine Frau hättest retten wollen, hättest du zurücktreten und nach einem Heilmittel oder was auch immer suchen sollen. Du bist ein armseliger Trottel, der sich sogar auf Kosten seiner Frau an seinen sozialen Status klammert. Lloyd, bitte hör auf. Nicht jeder besitzt die Kraft, sich gegenüber den Designs zu behaupten. Bitte hör auf damit. Colette. Ich werde sie für sie finden, wenn es eine Medizin gibt, die sie retten kann.
werde ich sie finden. Das verspreche ich. Bitte. Es hat keinen Zweck. Man kann einen dämonischen Keim nicht entfernen, wenn er es einmal ausgeschlagen hat. Fuck. Killer, was tust du? Was tust du? Wie konntest du was deinem eigenen Vater antun? Wie witzig. Oh, wat? Ich bin eine Dienerin Pronymas. Kopf der fünf Großfürsten, die über die Designs herrschen. Ich wurde beauftragt, Magnus neue Technik zur Menschheit Kultivierung zu studieren. Unter keinen Umständen könnte ein überragender Halbelfe wie ich so einen Narren von Vater haben. Ein Narr von Vater? Schaut ihn euch doch an. Er hat nicht einmal bemerkt, dass seine eigene Tochter tot ist. Denn er war zu sehr damit beschäftigt, eine Medizin, die gar nicht existiert, zu finden, um seine Frau zu retten. Du Bastard! Wie konntest du nur? So, direkt nächster Bosskampf. Okay, okay. Nein, nicht du. Du. Als ob nicht ein Bosskampf schon genug wäre. Acid Rain, okay. Oh, alles starb schon da, okay. Bastard! Ich glaube, der Ton ist noch sehr gut, so. Hab ich ja letztens gesehen. Ich war damit zufrieden. Hier fängt. Sehr, was ich komisch finde. Man kann einen First Demon Fang nicht direkt nach einem normalen Demon Fang einsetzen. Ja, guckt euch das an. Jetzt drücke ich Kreis. Der ist kein First Demon Fang danach folgen. Da verstehe ich nicht. Wieso kann man nicht diese beiden Angriffe so folgen lassen? Wow. Hast du schon immer Flügel? Wo kommen die denn her? Aua. Oh mein Gott. Aua. Immer schon die Zauber reinhauen. Ja. Was hast du überhaupt TP? Du hast doch gar keine. Selbst der Acid Rain hat nichts abgezogen, wenn ich mich auf den Arm nehme. Damn. Okay, du bist locker weg. Oh, gut, ich hab mein Ding wieder voll. Jawohl. Ha, ha, ha. Jetzt bin ich unbesiegbar, glaube ich. Jawohl. Ja, ich habe einen Krieger am Reifen letztens bekommen. Verdammt. Das kann nicht sein. Fein. Nun, dann setze ich jetzt das Monster frei, damit es euch töten kann. Jetzt kommt noch ein Bosskampf, oder wie? Willst du mich auf den Arm nehmen? Nein, nicht schon wieder. Muss ich schon wieder ein unschuldiges Opfer töten? Stopp! Was? Warte! Ist Killia wirklich tot? Killia ist... Mach dir keine Sorgen. Deine richtige Tochter scheint es gut zu gehen. Lloyd! Ich verstehe. Dein Name ist Lloyd? Ja. Professor Wayne, bitte helfen Sie ihm. Okay. Bitte, bitte rette Chocolate. Wenn ihr einen Weg finden könntet, meine Frau zu retten, dann bitte helft ihr, ihre menschliche Gestalt wieder zu langen. Ich möchte nicht, dass meine Tochter allein ist, wenn sie wieder zurückkommt. Ja, okay, er hat schon angefangen mit, dass seine Tochter noch am Leben ist, also okay. Okay, ich verspreche es. Danke. Und alten Passierschein, der hat mir einen Passierschein gegeben. Governor! Es tut mir so leid, was passiert ist. Ich danke euch allen für eure Hilfe. Was willst du jetzt tun? Ich denke, zunächst sollte sich die Mächtigen der Stadt zusammensetzen und die Regierung neu organisieren.
Viel Glück. Was uns angeht, wir suchen Chocolate, egal wie. Stimmt, das haben wir versprochen. Allerdings. Vielen Dank. Ich denke, es ist Zeit aufzubrechen. Ja. Yeah. Bitte seid vorsichtig. Und besucht uns bald. Wir werden euch hier erwarten. Meine Heilkräfte können nicht einmal ein einziges Leben retten? Professor Wayne, haben Sie etwas gesagt? Nichts. Nein, das ist schon gut. Okay. Gerechtigkeit und Stärke. ショコラに誤解されたままになっちゃったね。でも本当のことだ。悪いのはデザイアンだよ。ロイドは何も悪くないよ。中途半端な善意は悲劇を生むだけだ。何?正しいことをしようと思うなら、それに伴う力が必要だ。お前たちにはそれが欠けていた。力不足だったわけだ。ひどいよ。ロイドは もういい、ジーニアス。悔しいな。確かにクラトスの言う通りだ。俺はあの悔しさを忘れない。マーブルさんや村の人の命を失ったことを忘れない。そうだ、それでいい。強さや力は腕力だけではないのだ。罪を認める強さ、忘れない強さ、それも必要だ。 Jo, weise Worte. So, okay, dann gucke ich jetzt erstmal die Strategie. Ausrüstung. Kriegeramulett. Das Zeichen eines Kriegers verstärkt die Kraft um 10%. Jo. Mit Haarreif. Stellt für jeden erfolgreich beendeten Kampf 10% der maximalen KP. Ja. Ja, nimm du immer. Omega-Schild. Wollte schon sagen, da ist auch ein Omega-Zeichen auf sein Schild gewesen, letztens. So, was ist diese Game jetzt? Hier, ne? Okay, was haben wir hier? Level 2. Ausweichen, Elan, Vitalität und Individualität. Na, ich weiß nicht. Die ganzen Dinger hier sind genau die gleichen. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Na, egal. Gucken wir uns nochmal hier um. Gibt es hier was? Nö. Okay. Dann gehen wir mal hier zum Dingens. Nach draußen. Genau, schon mal ein guter Anfang. Zum, wie heißt es da noch? Arkonesia Pass, glaube ich. Weil da brauchen wir den Passierschein A38, um da durchzukommen. Den haben wir jetzt. Er ist ein Vater.哀れに思えたからかもしれない。自分の娘がこの世にいないなんて知りそうな人間に言えないだろう。そうだよね。でもあの人薄々気がついてたんじゃないかな。え?だったらどうして俺にあんな質問を?それはあの人が父親だからだと思う。父親? 子供の無事を願わない親なんているはずないもの。俺の両親もそうだったのかな。Ja, wer weiß. Vielleicht treffen wir sie ja. Weiß man ja nicht. Warte mal. Und ich. Blume da? Wer ist da? Wer ist der Spanner? Was? Du da, gib mir etwas, mit dem ich ihn bewerfen kann. Was? Okay, was ist da? Jetzt möchte ich doch mal gucken. Hey, ich bin der Spanner. Jetzt sind halt, haben wir Menge Probleme mit Spannern. Kann ich überhaupt nicht verstehen. Wie geil. Okay. Dann. Weiß nicht. Wir haben schon mal gepennt, ne? Ich glaube, trotzdem mal hier pennen. So, da kann der wird immer teurer. Dabei haben wir die Stadt hier schon eher gefunden als diesen Heil Haus des Heils. Davon habe ich übrigens zwei auf der Karte gefunden. Was zum Teufel? Elternliebe. Kodomo omou oya no kimochi tte sugoi nda na. So no yō da na. Kasan wa Desaian kara ore o mamotte shinda no kana? Omae wa ahaoya ga nakunatta toki no kiyoku ga nai no ka?
俺まだ3つだったんだぜ。ほとんど覚えてねえよ。そうか。ならば気に病んでも仕方なかろう。亡くなった母の分まで生きるしかない。だな。Okay. Warte mal. Geht den Hakoneser-Pass? Ihr kennt ihn nicht richtig, ich bin mir sicher. Steht vielleicht eine Möglichkeit, dass ihr mich zum Hakoneser-Pass begleitet? Sicher. Perfekt. Ich hab ja gerade gesagt, ich bin euch keinen Gefallen schuldig. Egal. Dann gehe ich aber noch kurz hier raus und. Eines Tages! Na, Genius. Ore. やっぱり間違ってたのかな。ショコラさんのこと。ああ。大丈夫。いつかきっと分かってくれる日が来るって。だといいんだけどな。Okay. Ich wollte eigentlich, hier. Menü. Gut, dann würde ich sagen, das war's von dieser Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss!